Wir kamen hier gerade her, aber bevor wir jetzt wieder hin. Ja, eigentlich wollte ich nur hier wegen der Munition hin. Und wegen der Vorräte. Aber okay, wir können auch Beute eintauschen. Und ich kann mal wieder Vorteilspunkte gucken. Aber ich habe nur einen. Heilige Schnitzel! Heilige Schnitzel. Jetzt dachte ich gerade, der Typ wäre die Missionsziel. Nur zur Warnung, mein Magen ist schon den ganzen Tag aufgeregt. Ja, meinetwegen. Ich hab schon Schlimmeres. Naja. Wieso wird eigentlich die. Scheiße, ja, Sharky! Ich mag jede Musik, zu der ich Vögeln oder was in die Luft sprengen kann. Rock, Country, Rap, Seth MacFarlane's Holiday Swing Album. Geht mir richtig einen ab. Himmel und Feuerwerk! Bist du? Nices Haus. Fuck! Hilfe! Schöne Hütte. Chuckys Tagebuch. Das ist echt hübsch hier. Scheiße, Ärger! Wenn er hier runter ist, kann er dich ja nicht mehr stören. Wir haben richtig in ein paar Ärsche getreten. Und weiter. Mist, ich habe weder Sprit fürs Auto noch für uns. Ich hoffe, wir bleiben trotzdem ein. Ach ja. Wollen wir den anderen Kollegen noch mal befreien, hoffe ich. Meinte den auch gerne schnell. Wir ignorieren einfach alles, was auf dem Weg ist und. Thank you.
Es wird nichts. Schön, dass es da zwei von diesen Geschütztürmen gab und ich nur einen abgeschossen habe. Naja. Jetzt sind wir hier an der Kirche. Okay, da. Okay. Jetzt stelle ich mir vor, wie Slash aus der Tür kommt, seine Gitarre auspackt und ein mega geiles Solo spielt, das mir die Sackhaare aufstellt. Das ist aber schon ewig her, dass er das gemacht hat. Hier war ich schon mal. Auto, schade. Da. Ist es okay, in Montana einen Raketenwerfer abzufeuern? Wäre ich vielleicht nicht so viel gereist? Okay, wir müssen dahin. Bin ja mal hier hin. Schnell reisen. Auto holen. Vielleicht gibt es da ja auch einen kurzen Weg zu. Jetzt mit Eden zusammenzuarbeiten ist keine leichte Sache. Aki. Okay, aber hier steht mindestens ein Auto rum, ja. Ohne verbrannte Sektenleute und Disco-Musik ist das hier einfach nicht dasselbe. Hier wird der Brandschutz sicher nicht eingehalten. Ist das überhaupt Musik, wenn es nicht um Vögel, Feiern oder Feuerwaffen geht? Was weiß ich, zwar gehe ich auch zu Fuß dahin. Obwohl das bestimmt nicht kurz ist, der Weg. Ist es ja nicht markiert? 500 Meter geht ja. Optimus Prime packt sich um! Zum Glück sind die nicht so klug. Ja, aber professionelle und nicht von mir. Lass den Scheiß mal und hilf mir! Stirbt der von mir, ey. Gut, dass ich sie alle wiederbeleben kann. Tab und Eifeld und. Hörg ist auf dem Weg! Nicht schon wieder. Ich dachte nicht schon wieder.
kann ich den davon überzeugen, dass es mir egal ist. Ich hab den gerade wiederbelebt, du Sack. Wenn du schon mal einen Raketenwerfer rausholen sollst, dann da tust du es nicht, oder was? Wenn du eine blaue Pille findest, gib sie mir. Hab ich die ganze Munition verbraten für das Ding und du fängst an wie Viagra. Das war so geil mit Soße. Wofür nehme ich den eigentlich mit? Kann der irgendwas? Berg lädt schneller nach. Und wie Flatter gibt 4 schon. Und wir sind wieder bei den Wellness-Dingern. Da haben wir doch mal einen Arzt abgeholt. Chateau Beauchamp. Diese Edener bekämpfen die Highwaymen mit Pfeil und Bogen. Ich würde ja sagen, das ist Kinderspielzeug, aber selbst mein Kleiner hat eine 9 mm. Okay, schauen wir noch mal kurz. Hier mit dem. Haben wir hier irgendwo Bösewichte? Noch nicht. Wo ist diese Stinkkugel hin? Ich wollte, dass wir hier leben, aber ich kann mit dem Schwefelgeruch nicht klar. Fuck yeah, komm mal schnell hier rüber. Schau mal, ja, Victor Beauchamp ist mein Name, aber das ist viel zu lang. Also nenn mich einfach Sharky. Ach was, ihr kennt euch? Herky, was geht? Willkommen auf Schloss Beauchamp, der lauteste und stinkigste Ort in ganz Hope County. Und der einzige, an dem mein kleiner Pupsmeister schlafen kann, wenn er schlecht gelaunt ist. Der ist jetzt oben im Brownest. Er heißt Blade und ist der Sohn von meinem Cousin Herc. Aber wir ziehen ihn gemeinsam auf. Und ich sag dir, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn er Furze und Schüsse hört, fühlt er sich pudelwohl. Streng genommen gehört dieses Drecksloch hier den Highwaymen, aber Herc und ich haben uns hier verkrochen, solange der Kleine zahnt. Es bricht mir das Herz, den armen kleinen Wein zu sehen. Wie auch immer, seitdem versuchen die Highwaymen-Flachwichser jeden Abend den Ort hier zurückzuerobern. Ja. Bis jetzt konnten wir sie gut abwehren. Aber im Moment bin ich ein bisschen gestresst, wenn ich ehrlich bin. Ja, wärst du so nett, einer überarbeiteten Mami in Not zu helfen? Ich habe ein paar Fallen an diese Hochdruckrohre angeschlossen, aber die müssen noch scharf gemacht werden. Ja, klar. Der kleine Blade hält mich ganz schön auf Trab. Ich will nur mal 5 Minuten für mich haben. Ich leite dich von hier oben an.
Jo. Du musst die Fallen scharf machen. Such nach den Dampfschlitzen im Boden. Weißt du, den kleinen Blair hat's hier total gut gefallen, aber hier gibt's keinen Garten und nix. Mach die Fallen scharf. 1 von 5 ist 11 von 5. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Oh, hier haben wir doch bestimmt auch noch interessantes Zeug drin. Mein Gott, bist du schnell. Achso, hier liegt der kurze. Nicht. Rocky wollte, dass wir hier leben, aber ich kann nicht. Okay, hier gibt es noch einen Zahnradsatz. Jetzt irgendwie erwartet, dass sie hier drin sind. Aus irgendeinem Grund habe ich überhaupt keine Lust. Hey kleiner Mann, ich weiß, du kannst doch nicht lesen, wie du überhaupt Wörter verstehen, aber ich will, dass du weißt, dass Papa dich lieb hat, bla 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 bla. Zweite Seite und Schäfer und Familie, willst du das Schäfer? Wollt ihr den Rechtsverkehr? Ja. Weißt du den... Na gut gefallen, aber hier gibt's keinen Garten und nix. Ich schätze, in Prosperity geht's ihm besser. Ja. Cool, cool. Jetzt erhöhe den Druck mit dem Zentralventil. Mann, das habe ich cool gesagt. Ich gehe nochmal nach oben. Okay, da kommt man doch nicht hoch. Rocky wollte, dass wir hier leben, aber ich komme mit dem Schwefelgeruch nicht klar. Noch weniger mit meinem eigenen, wenn du es verstehst. Ja. Ich fühle dich, Bruder. Nicht. Oh. Alles gefunden. Jetzt können wir am Rad drehen. Jede Hilfe zu schätzen. Ja, gern. Zwischen dem Baby und diesen maskierten Analdildos kriege ich kaum noch Schlaf hier. Hoffentlich können die neuen Fallen die Arschmorden heute fernhalten. Aber das ist dann mein Problem. Du hast mir geholfen. Hier ist deine Belohnung. Probier mal. Hörg's an mein ganz privater Partyschnaps. Das ist die eiserne Reserve. Die ist nur für die besten Freunde. Und für besondere Amigas, wenn du verstehst. Ja, danke. Trinke mit Sharky. Ich hätte dich vielleicht warnen sollen. Tschüss. Das war reines Ethanol für Fahrzeugmotoren. Du Penner. Okay, gut. Wir sind tot und haben jetzt einen Kater unseres Lebens. Ich frag gar nicht. Hey, alles klar? War meine Schuld, sorry. Ich vergesse manchmal, dass nicht jeder gerne so hart feiert wie Herk und ich. Da kommen scheiß viele Penisköpfe auf uns zu. Ich bin im Brunest mit Blade am Fässer werfen, aber das sind einfach zu viele für uns allein.
Schalte diese Pisse aus, egal wie! Lass sie nicht die Fallen kaputt machen! Die Fallen sollen die kaputt machen! Das ist ein ausgefeiltes System! Lass dich von der besten Musik antreiben, die jemals erschaffen wurde, und schick die Bratzen in den Disco-Himmel! Ich meine gar nicht hören. Okay, Copyright geschützte Musik, die ist aus. Da kommen sie! Hilfst du Mami, die bösen Buben in die Luft zu sprengen, Blade? Drück auf den Knopf! Genau so, Kumpel! Ich bin so verdammt stolz auf dich! Ich glaube, ich muss gleich weinen! Ach, mein Hochdruckrohr wird angegriffen. Hä? Die östliche Seite. Was ist das? Hier vielleicht. So, bitte. Baby Blade, danke für den coolsten Moment in Mamas Leben. Danke. Oh.
Ich bewege meinen Arsch! So! Hä? Da! Verdammt, Schneider, du bist einfach... Weißt du, wenn ich so drüber nachdenke, dann... Das ist kein guter Ort für ein Baby. Wirklich nicht gut. Überall verrostetes, scharfkantiges Metall, Schwefeldämpfe. In Prosperity wären wir wahrscheinlich besser aufgehoben. Ich zieh mit meinem Laden wahrscheinlich dahin. Komm vorbei, wenn du was zum Böllern brauchst. Herky, mach du weiter dein Ding, Alter. Ich bring Blade sicher darüber. Küsschen. Ja. Das war mal deutlich. Okay, gut. Nehmen wir den noch mit und dann wieder nach Prosperity. Ausbauen, aufbauen. Party machen. Was jetzt?